Guten Mario Maker Morgen. Mittwoch. Hälfte geschafft. Bald ist Wochenende. Bald können wir uns wieder ausruhen. Also ihr, ich bin selbstständig. Das heißt selbst und ständig. Ich darf mich nicht ausruhen. Ich darf mich nie ausruhen. Deswegen spielen wir jetzt Mario Maker. Los geht's. Großartige Level erwarten uns. Mario's Grand Vertical Adventure. Von Mono Mirror. Ich gehe davon aus, dass man sehr viel nach oben und nach unten kommen muss. Überraschung. So. Okay. Ich muss nach oben. Wer das erwartet? Das ist schon ungewohnt. Vor allem, ich habe das Gefühl, dass Mario Maker, also zumindest die Engine nicht dafür so ausgelegt ist, dass die Kamera nach oben scrollt. Weil ich finde die immer sehr langsam. Ich glaube, es war ein anderes Mario-Spiel. Ich meine, war es in Mario World auch so schlimm? Ich glaube nicht. Was habe ich gerade tierische Angst, dass ich irgendwie falsch gehen kann? Das wird schon. Ich gehe einfach mal. Ich laufe hier lang. Oh Gott. Oh, ist das alles optisch verwirrend. Okay. Münze. Chomp. Tür. Geht es nur mir so, dass es gerade optisch sehr anstrengend? Das ist eine nette Idee, die Piranha-Pflanzen hier auf die Linien zu setzen. Oder die Ranken. Ranken. Ich glaube, Ranken ist das bessere Wort dafür. Okay, Okay. Warum ist hier so ein Loch, wenn da nichts ist? Teasen und dann nicht delivern, das haben wir gern. Und noch eine Tür. Ich glaube, die Tür soll uns so tun, als wenn wir immer weiter hochkommen. Ist das die Musik, die getriggert wird in Mario Bros. 3? Also wenn man die Thematik auswählt? Daraus müssen wir eigentlich mal was machen. Ich meine, klar, er hat schon hier die Wolken und so reingenommen, aber dennoch, man muss noch mehr draus machen. Weil Melody großartig ist. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine der wenigen Koji Kondo-Werke, die sich sehr in mein Hirn eingebrannt haben. Genau diese Melodie hier. Na, komm mal her, ich brauch dich. So. Bisher keine Herausforderung oder sowas. Also es ist ein Level. Ja, ich würde es als Level bezeichnen. So ganz fairerweise, aber es passiert nicht viel. Tatsächlich passiert nicht viel. Es sieht immer so aus, wenn irgendwas passieren könnte, aber es passiert dann nichts. Deswegen fahren wir jetzt diesen langsamen Lift. Und hier müsste dann unten das... Wir müssen gleich unten rauskommen wahrscheinlich. Yep. Zum Ziel. Yay! Das war einfach. Nicht schlimm, aber auch nicht spannend. Also ich würde dem Ganzen so 3... So, ja, dann sagen wir 6. Gehen wir in 6 Punkte. Von 12. Agents Teamwork. Da ist der Agent. Und er hat Teamwork gemacht. Oder so ähnlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was uns so bieten hat. Da ist ein Goomba. Okay. Nein. Pöstrium. Okay, ich verstehe, das hat was Cleveres. Das ist nicht blöd. Mal gucken, was er gestern aus der Thematik hier macht. Nein, dreh dich wieder um. Nein, du blöd. Ach, komm. Stell dich nicht so an. So. Okay, und geh rauf. Nein. Oh, nein. Du blöde Ratte, du blöde. Ich komm da hoch, dann bring ich dich um. Und dann wirst du sehen, was du davon hast. Okay, jetzt aber. Okay. Früher als erwartet. Jetzt! Das kann doch nicht angehen! Oh! Oh! Okay, das regt mich gerade sehr auf.
Das wird nicht so schwer sein. So, du gehst jetzt darauf. Schneiden wir es. So, wir haben den Spaß geschafft. Jetzt muss ich ihn hier hochkicken. Aha! Jui! Das klappt beeindruckend gut. Ich hätte jetzt erwartet, dass er irgendwie runterknallt und dann alles vorbei ist. Ah, und dann muss. Oh, die können die P-Blöcke berühren. Das ist ein bisschen clever! Holy shit! Lass meinen Goomba in Ruhe. Nein! Hör auf! Mein Goomba. Nein! Ah, hier, Goomba. Nein. Ich helfe dir. Nein! Ich bräuchte einen neuen Helm. Helm. Please. Eine Tür. Helm? Helm! Okay. Ha! Yes! Okay. Nein! Oh, nein! Okay, das wird fies. Oh. Komm mal, komm raus. Darf ich nicht stehen, glaube ich, ne? Ich muss doch hier... irgendwie... Kommt er nicht aus der Röhre? Nein? Okay. Aber so. Okay. Ganz ruhig. Okay. Was? Gemein. Oh, den ganzen Kram nochmal. Oh. So. Okay, wir sind wieder hier. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir den Spaß jetzt hin, wenn wir uns nicht selbst umbringen. Okay. Da wäre auch schon. Komm schon. Komm schon. Geh rein. Du bist da rein. Sein lieber Goomba. Ja. Yes. Okay. Checkpoint, bitte. Checkpoint. Nein. Arschloch. Muss ich ihn dadurch bekommen, bevor sie das kaputt machen vielleicht? Nee, die spawnen nicht neu. Warum war denn eben... Ach, weil das Münzen vorher waren. Aha. Wahrscheinlich warten, bis die... Oh Gott, das kann nervig werden. Also wahrscheinlich richtig schön Timing einsetzen. Aha. Das wird gar nicht nervig. Bzw. die kommen ja nur runter, wenn Mario da ist, oder? Wie er guckt. Okay. Okay, jetzt da hoch. Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott. Das ging besser als erwartet. Oh! Okay. Was kommt da raus? Was? Okay. Das tust du nicht. Nein! Okay. Oh Gott, das war knapp. Alter, lauf schneller. Nein. Moment, ist doch egal, oder? Oh. Warum war das? Das war doch eigentlich überhaupt nicht relevant. Ah. Ich hätte durchrennen können wie in dem P-Block. Das war totaler Humbug. Humbug? Das ist ein Secret Mate, der da hoch rein. Ich guck mal, was hier rechts ist.
Weil da ist ja oben eine Röhre gewesen. Ich hätte jetzt hochspringen können. Ja, überhaupt nicht nervig. So, was erwartet mich denn hier? Okay. Okay. Das macht mir gar nichts. So, seht ihr? Das funktioniert sogar besser. Das hilft mir. Ja, nein. Hier geht er hoch. Hier wollen wir nichts machen. Hier muss er noch rüber. Jetzt hier rüber. Schönes Geräusch. Schade. Hätte ja klappen können. So. Hätten wir den nervigen Kram auch beschafft. Nur das Soundeffekt hat mir einen kurz. Ansonsten. Ah! Oh! Die sind fast wieder vereint. Aber nur fast. Da ich. Jetzt! Party! Oh, die sind glücklich. Was haben wir hier unten? Warum ist hier eine Sprungfeder? Was hat das für ein... Was ist... Was ist mir auch egal. Level geschafft. Woo! War interessant. Nur da eine Part mit den Worms. Das war ein bisschen... Vielleicht bin ich einfach nur so blöd. Ich glaube, ich bin der Fehler. Das ist, was vor dem Bildschirm sitzt. Irgendwas Japanisches. Das ist ein One-Screen-Ding. Was werden wir jetzt spielen? Das ist angegeben als leicht. Ich wette, das ist gar nicht so leicht. Das ist immer so eines... Ich meine... Hier kann man halt nicht sterben. Ist das nicht ein Sterben-Counter? Bedeutet, solange man quittet, ist man auch nicht gestorben oder so? Okay. Gibt es irgendwie so eine Millisekunde, wo man wieder hochspringen kann? Man kann ja so ganz bisschen drauf stehen bleiben. Oder sieht so aus. Ein Frame oder so. Ja, das geht auf jeden Fall. Aber was bringt mir das? Weil es mich ja wegkatapultiert. Ich komme damit unmöglich dann hoch. Aber es ist gut zu wissen, dass es geht. Das kann man vielleicht irgendwann mal anders irgendwo verwenden. Um jemanden richtig anzukosten. Ah ja, ist Secret. Das sollte man nicht jemanden im Kopf werfen. Ich hab's irgendwie so. Nee. Sag in die Kommentare. We have one pixel safe. Also das wäre gar nicht so blöd, was ich gerade versuche. Ja, das dachte ich mir schon. Oh Mann, ey. Oh Mann. Also so eine Art Geduldsspiel, wenn man so will, weil du echt... Wisst ihr was, wir haben es ja verstanden, wie es geht, aber... Ich habe so ein Gefühl, keiner will sich das jetzt ansehen. Deswegen machen wir... Dude, so confusing. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Das ist Ganon 95, die ausgedacht hat. 95, heilige Scheiße. Ja. So confusing. So annoying. Oh, das wollte ich gar nicht. Hi, Gombas. Na? It's raining Gombas. Halleluja. Dann mach ich ihn weg. Und dann mach ich ihn weg. Das ist eine ganz tolle Idee. Das ist eine richtig tolle Idee, ist das. Der werde ich von Gumba schlagen oder so ein Scheiß.
Ist hier irgendwas Besonderes? Nein. It's just so confusing. Weep. Confusing. Könnte man die ganze Zeit mit allen Röhren und Türen interagieren, dann wäre das confusing. Das ist hier einfach nur ein Jahr Pfad folgen. Das ist hier nicht wie das Irrenhaus aus Asterix und Obelix. So ist ein verdammt guter Film, wenn nicht. Das ist eine gute Frage. Was ist euer Lieblings-Asterix und Obelix-Film? Meiner ist auf jeden Fall das mit den Prüfungen. Die Prüfungen, der Film ist hervorragend. Der ist einfach, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, warum dieser Film unfassbar hervorsteht, aber allein die ganze Idee drumherum und auch die Nebengeschichten und all der ganze Kram, es ist ein so guter Animationsfilm, es ist irre. Ich glaube, das ist das Problem, dass genau dieser Teil von den ganzen Asterix-Filmen einfach so gut ist, dass alle anderen im Schatten stehen und niemals wieder so gut sein konnten wie dieser eine. Ist ähnlich wie mit Werner. Werner gab es halt den ersten, der einfach verflucht gut war und danach konnte halt auch nichts mehr daran reichen. Sie haben versucht, was anders zu machen, aber keiner wollte es. Und so haben sie nie wieder die Genialität erreicht. Das würde mich interessieren sozusagen, welche Erfahrung habt ihr mit Asterix und Obelix? Oder seid ihr in ein Alter groß geworden, wo ihr nur die Echt-Verfilmungen kennt, was ziemlich traurig wäre, aber soll vorkommen. So, das war das Level. Das war nicht confusing, das war dumm. Guck mal, das ist ein Checkpoint. Ha! Witzig. Gut, ich gebe zu, das ist ein bisschen witzig. Ein bisschen. Hätte zwei Checkpoints machen sollen, das wäre noch witziger. Cool Level. Loft. Loft. Ich hab keine Ahnung. Super awesome. So. Save their families, Mario. Eigentlich Mario, es ist italienisch. Was hat der gute Alex hier gezaubert? Tutorial. Skip ich. Wie in jedem Videospiel. Skip. Ja. Ja, hast du sehr gut erkannt. Level. Ich brauche kein Tutorial. Ich bin so clever in Videospielen. Ich kann alles selbst rausfinden. Guck. Also mein Ding. Ja. Shit. Das ist aber wieder dasselbe Ding wie eben gerade. Muss ich das überhaupt machen? Ah. Okay, das ist nämlich so eine geheime Röhre, die will ich nutzen. Bam! Nein! 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 Oh. Okay, ich habe gerade nicht realisiert, dass die dann ja auch instant gezündet werden. Das war doof von mir. Ich war Mr. Wump. Da guckst du böse. Das ist ein Null als Auge. Was machst du denn jetzt? So. Bam! Bam! Nein! Nein! Oh! Wisst ihr was? Wir gucken mal, was hier ist. Level 1. Level 1? Das ist nur Level 1 Bildschirm. Okay. Okay, dieses Mal. Bam! Bam! Ja! Sehr schön. Okay. Wir kommen vorwärts. Da ist ein Yoshi. Yoshi, komm zu mir. Dich nehme ich mit. Noch ein Yoshi. Okay. Ist das gleiche Spiel wie eben gerade anscheinend, also mit einem anderen Level? Oh. Wer braucht schon Sprungfedern? Hüp. Das ist clever, man kann nämlich dein Gesicht ja nicht sehen. Doch, okay, den Mund kann man sehen, alles klar. Dennoch ist das, glaube ich, ein Ticken schwerer. Spring! Checkpoints, das finde ich gut. Das ist eine Sprungfeder. Die will ich haben.
Ah. Ist das ein Secret? Muss ein Secret sein. Kein Secret! Bin enttäuscht. Ja, ich nehme mit. Kriege ich denn hier einen neuen Hut irgendwo? Ja, sehr gut. Ach du Scheiße. Okay. Oh. Reicht das? Das reicht, glaube ich. Ja, Gott sei Dank. Da streckt Yoshi seine kleinen Ärmchen aus. Ich frage mich, was da stehen wird. Du Lenschens. Nintendo, ganz ehrlich, baut Textboxen ein in der nächsten Mario Maker. Ganz ehrlich. Textboxen. Tolle Erfindung. Was steht da? Y. Hm. Ja, das war dasselbe. Das ist witzig. Das wird so. Also, zwei Level hatten wir dieselbe Idee hinter. Kann man doch noch ein bisschen mehr draus machen. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Gegner es man das noch machen könnte, aber es sollten noch ein paar Möglichkeiten geben. Aber das war der Das war der Mario Maker morgen für heute. Für heute Morgen. Morgen. Morgiger Morgen geht's weiter mit Mario Maker morgen. Ciao.